herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe euch schon ein bisschen rangezoomt, weil ich heute mit euch ein bisschen sticken möchte. Und ich habe ein Set hier liegen. Und zwar, wir sticken hier mein Monsterchen an. Nein, wir sticken kein Monster, aber das Bild ist monstermäßig groß. Und zwar, ich habe euch das ja gezeigt in meinem Unpacking und ich möchte das heute mit euch anstecken zusammen. Nicht anstecken, weitersticken. Ich habe schon angesteckt, weil ich es nicht abwarten konnte und ja, möchte heute mit euch da sticken, weil ich habe auch schon mehrere Fragen dazu bekommen. Und dann habe ich gedacht, ja, die werden sich dann, denke ich mal, während des Videos dann klären. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich zeige euch mal, wie ich das so mache. Ich habe schon überlegt, wie ich das am besten angehe mit so einem großen Bild. Weil mein Tisch ist ja auch begrenzt vom Platz her. So. Und zwar haben wir ja hier die zwei riesen Garnkarten. Also das ist eine. So. Da haben wir die Garnkarte. So, einmal hier das Riesengarn. Ich tue es mal hier auf die Seite ein bisschen ausschütteln. So, genau. Da haben wir einmal, vielleicht sollte ich euch doch erstmal noch ein bisschen rauszoomen, weil dann kann ich euch auch das mit dem Bild kurz noch erklären, wie ich das mache. So, da haben wir die Karten, sehr bunt, wie ihr sehen könnt. Schöne, kräftige, knallige Farben. Und dann haben wir noch die zweite Garnkarte mit viel Blau. Ja, und ich habe, also ich muss dazu sagen, ich habe hier meinen Stoff. Zeige ich euch mal. Hier habe ich noch Garn drin, aber das lasse ich hier drin. Die Anleitung nehme ich mal noch mit raus. Genau, das andere mache ich jetzt mal auf die Seite. Und zwar, ich habe festgestellt, also mit der Methode, die ich gemacht habe, dass es sehr schlecht funktioniert, weil ich nicht auf die Legende gucken kann. Und dann habe ich überlegt, was mache ich. Und dann habe ich erstmal hier drauf geschaut, aber das war mir total umständlich. Das hier nehme ich tatsächlich nur zur Sicherheit. Also wenn ich wirklich planlos bin, welche Farbe da jetzt gestickt wird. Weil manchmal hat man auf dem Stoff, dass man es nicht richtig erkennt. Hier habe ich jetzt schon ein bisschen angestickt, wie ihr sehen könnt. Wir haben quasi hier unten den ersten Fisch. Das ist hier unten dieser blaue Fisch hier unten. Und dann habe ich ein bisschen von der Koralle, wo da ist, gestickt. Und da sticken wir jetzt auch weiter. Und ja, dann habe ich gedacht, okay, wie mache ich das? Also ich habe das, ich erzähle dir gleich, warum ich da nicht drauf zugreifen konnte auf die Legende. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du? Und dann habe ich meinen Stoff gefaltet in drei Stücke quasi immer so umgefaltet und habe mir das auch einfach auf den Kopierer gelegt. Das ging tatsächlich auch ganz gut und habe das einfach ausgeschnitten. Oben drüber habe ich mir einfach nur ein bisschen doppelseitige so Packklebeband drüber gemacht. Man hätte es auch laminieren können. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich hatte keine Lust, den Laminiergerät anzuschalten. Sonst hätte ich vielleicht auch laminiert. Ja, und dann habe ich mir ausgeschnitten und so sehe ich ganz genau, welches Symbol welche Farbe hat und kann mir das hier nebendran legen. Ja, und jetzt ist es so, dass ich euch zeigen möchte, wie ich das mache. Vielleicht nehme ich euch doch noch ein bisschen höher, damit ich den Stoff schön ausbreiten kann. Die Anleitung machen wir auf die Seite. Und zwar sticke ich auf einer schmalen Seite erstmal. Das macht auch Sinn, weil man auf der langen Seite, würde ich jetzt mal sagen, ist es zu groß, weil das ist ja 1 Meter
mal einer, die liebe Sabrina hat es entdeckt. Ich habe es ja nicht genau gesehen, wo die Größe steht. Und zwar ist es 1 Meter mal 73 Zentimeter, also ziemlich lang. Und darum stecke ich es an der schmalen Seite erstmal. Und ich nehme den Stoff, wie ihr es sehen könnt, ich rolle den einmal so ein. Dadurch wird er auch immer weicher, nach jedem Mal einrollen. Also ich rolle und rolle und rolle und rolle, bis ich so recht ziemlich weit hier unten ankomme. So ungefähr. Ne? Dann habe ich hier so Musterklammern. Ich habe noch was bestellt. Das sind zwei große Klammern, dass ich die hier außen dran machen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit, ihr kennt ja die Haarklammern, wo so eine Greifklammer hat. Und die könnte ich mir auch vorstellen, dass man die auch hier gut dran machen kann. Aber ich habe solche Haarklammern nicht. Darum nehme ich mir einfach hier so Musterklammern, mache die hier unten rein, so, und auf der anderen Seite genauso. Und so wird es eine handliche Sache. So. Genau. Und dann kann ich hier schön sticken, hier entlang. Und wenn das mal weiter wächst, dann kann ich mir überlegen, ob ich mir einen Rahmen reinsetze, also wenn es größer wird. Aber ich glaube, ich werde es tatsächlich jetzt erstmal so sticken. Ich nehme euch jetzt mal mit runter, damit ihr mir zusehen könnt beim Sticken. Ich nehme den Rahmen ein bisschen höher und zoome dann lieber. So, genau. Und so kann ich schön sticken, kann dann hier weiter sticken und hier und hier und hier und dann hier halt hier runter und später kann ich das dann hier so gegenrollen. So, dann rolle ich das hier ein und dann kann ich hier schön weiter sticken. Also ich denke, das wird ganz gut. So, und ja, jetzt brauche ich meine Legende natürlich. Die muss hier nebendran liegen. Überlege ich gerade, mit welchem Symbol ich weitermache. Ich denke, wir machen hier mal die Punkte, die grünen Punkte. Und die grünen Punkte ist die Nummer. Wo sind sie? Hier, die Nummer 10. Wenn ihr euch jetzt nicht sicher seid, hier zum Beispiel, das in der Kamera kennt man es klarer, weil das sind Zweier. Aber ich sehe auf meiner Leinwand sind es grüne Punkte. Wenn ihr aber euch unsicher seid, sind es jetzt Zweier oder grüne Punkte oder sind es vielleicht, hier gibt es noch was, solche Pfeile hier oder so. Oder hier so halbvolle Kästchen. Dann habt ihr die Möglichkeit natürlich hier nochmal nachzuschauen. In eurer Legende. Jetzt schaue ich da einmal nach. Und zwar haben wir das Orangene und das hier haben wir gestickt. Das ist das Grüne, das ist hier bei mir das Haar. Dann kann ich hier auf meine Legende schauen und guck, wo ist hier das Haar? Das Haar ist die 10. Also habe ich es richtig erkannt. Aber das war jetzt auch gut zu erkennen. Aber manchmal hat man das einfach, weil bei 50 Farben ähneln sich die Symbole halt tatsächlich. Gell? Und zum Beispiel habe ich ja hier habe ich Kreise, leere Kreise, auch leicht zu verwechseln vielleicht mit denen. Ne? Je nachdem, wie der Druck halt rauskommt, aber jetzt habe ich es gut erkannt. Also wir machen einmal die Nummer 10. Jetzt brauche ich noch eine Nadel. Und diese Nadel steckt nicht im Stoff. Normal stecke ich mir die als in den Stoff, weil ich kein Needleminder dran habe gerade. Macht nichts. Dann nehmen wir, oder vielleicht habe ich es auch zurückgelegt. Ich habe ja hier das süße Düschen von der Manuela. Und hier sind die Nadeln drin, die ich hier für den Stoff brauche.
Da waren mal jede Menge mit dabei. Na? Komm schon. Kommt schon raus. So, die anderen machen wir wieder zurück. Und dann brauchen wir die große Garncard. Dann haben wir gesagt, die Nummer 10. Jetzt ist ja so, ich muss ja dreifädig sticken. Aber weil ich faul bin und der Faden doch relativ lang ist, ne, mache ich es nicht so, dass ich mir drei Fäden nehme, sondern ich nehme nur einen Faden und mache einen Loop-Anstich bei drei Fäden. Dann denke ich mir, hey, wie geht es denn bei drei Fäden? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich das bei The Boogie Stitcher gesehen, dass sie das auch so macht. Und zwar, ich habe hier jetzt den Faden. Den lege ich mir ungefähr zu einem Drittel, so ungefähr, so nach Augenmaß. Wartet mal, ich nehme euch vielleicht mal hoch, dass ihr das besser sehen könnt. Und zwar, ihr habt hier den Faden. Also ich habe jetzt hier so ungefähr zu einem Drittel, habe ich den jetzt zusammengelegt. Hier. Dann nehme ich das hier einmal runter und lege das, dass sie ungefähr, also ich gucke, dass sie zusammenliegen, dass es genau drei Fäden einer Länge sind. Jetzt sehe ich hier, habe ich es zusammengelegt. Das wird mein Ende und da ziehe ich meine Nadel durch. Ganz kleines bisschen hängt es drüber, aber da ist eh das Ende. Von daher alles gut. Und dann ziehe ich da meine Nadel drüber. Da die Nadel ein relativ großes Öhr hat, wähle ich gerade im Moment so mit den Fingern ein. Und dann habe ich dreifädig. Jetzt ist der Faden natürlich relativ kurz. Ja, wen das stört, der kann... kann auch drei Fäden nehmen. Ne? Also das ist jetzt nur, wie ich jetzt gerade im Moment das gemacht habe. Und weil ich hier auch relativ viel Farbwechsel habe, gar nicht so viel sticken muss. Mal gucken, wenn ich in Flächen komme, wo ich mehr zu sticken habe. Zum Beispiel hier bei der roten Koralle. Also bei der Koralle, das Rot hier. Und das Grün ist ja relativ viel. Dann nehme ich vielleicht auch drei Fäden, drei lange. Ne? Damit ich halt nicht ständig neu ansticken muss. Und da haben wir ja jetzt eine Schlaufe hier. Das heißt, ich kann damit jetzt meinen Loop-Anstich machen. Und zwar, wo ist der grüne Punkt? Hier, fangen wir an. Ich steche hier rein und dann lasse ich wieder so ein Stückchen stehen, steche gegenüber ein. So, und dann gehe ich hier durch die Schlaufe. Ihr müsst halt gucken, wichtig ist, dass ihr am Anfang den Faden wirklich gleich lang unten habt, damit ihr das erste Kreuz nicht, das erste Kreuz nicht zweifädig stickt, sondern wirklich dreifädig. Deswegen ziehe ich auch nicht so stark dran, damit sich das nicht verzieht, das erste Kreuz, sondern so bleibt der Faden. So, so jetzt haben wir das erste Kreuz gemacht. Und, jetzt habe ich die Nadel auch rausgezogen. Genau. Und so kann ich schön dreifädig sticken. Wie gesagt, es ist jetzt halt natürlich nicht so viel, nicht so lang das Garn. Aber wenn man viel Farbwechsel hat,
dann bietet sich das auf jeden Fall an. Ich finde es eine coole Methode auf jeden Fall. So, können wir hier rüber wandern. Würde ich jetzt drei lange Fäden nehmen, dann würde ich den Anstich machen, wie man auch beim einfädigen Anstich macht. Ja. So. Ich überlege jetzt gerade. Ja, ich mache jetzt hier die drei Kreuze erstmal im Halbstich. Ich überlege jetzt schon im Kopf, wo lang ich laufen möchte. Also wo lang ich, weil ich habe ja welche Punkte hier runter, Punkte hier noch. Jetzt mache ich so, dass ich erstmal hier nur so halbe Stiche mache. Gehe ich wieder zurück. Damit das Kreuz ganz geht, wird. Und dann gehe ich hier, springe ich hier rüber. Und da gehe ich auch erstmal nur halb, mache ich nur halbe Kreuze, weil ich wandere hier rüber und wandere dann wieder zurück, dass ich hier lang laufen kann dann. Ja, so muss man sich im Kopf immer Gedanken machen. Man will ja auch ein bisschen Faden sparen. Und dann will man natürlich nicht zu lange Spannfäden hinten haben, ne? Und so überlegt man sich, wie kann ich denn am besten laufen, damit ich nicht hinten nicht so lange Fäden habe. So. Und dann lauf mal wieder zurück mit dem Faden. Ja, also es macht richtig Spaß, hier das große Set zu sticken. Ich verlinke euch gerne das Bild nochmal unten in der Infobox. Könnt ihr es euch nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Beziehungsweise, das ist ja von VIP Cross Stitch, also es habe ich ja gestellt bekommen, damit ich es euch zeigen kann. Und da gibt es auch noch einen Rabatt. Einen Rabatt von 5%. Dann schreibe ich euch auch unten in die Infobox, habe ich einen Coupon für euch. So, jetzt gehe ich hier hoch. Kreuzle sind alle voll. Jetzt sticke ich ganze Kreuze, weil ich will hier hochwandern und dann hier rum. Und Faden ein bisschen länger ziehen. Seht ihr es richtig? Aber ich denke schon, gell? Halt. Ja, also das Projekt wird sicherlich einige Jahre dauern, bis ich das mal fertig gestickt habe. Aber es ist echt mal interessant, dreifädig zu sticken. Das habe ich, wie gesagt, noch nicht gemacht.
Macht aber Spaß und es ist unglaublich, wie langwierig das doch alles irgendwie ist, gell? Obwohl man denkt, ah ja, eigentlich müsste das doch zügiger gehen. Aber halt, wo bin ich denn jetzt hier? Ich habe gerade woanders hingeguckt. Aber Sticken ist einfach nicht einfach. Ist nicht einfach mal schnell gemacht. Ja, das unterschätzt man manchmal wirklich. Ich dachte, ja, das sind große Kästchen, da kommst du bestimmt zügig voran. Ja, von wegen. Aber ich habe ja keinen Stress. Ich stick so, wie ich Lust und Laune habe. Und ich habe ja auch mein Diamond Painting noch, was ja auch gemacht werden möchte. Und so kann ich immer abwechseln auf das, was ich Lust habe. Oder auf Perlen sticken habe ich ja auch dann alles mal Lust. Und ja, genau. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Heute haben wir Freitag. Das heißt, das Wochenende steht vor der Türe. Ich habe heute frei. Das freut mich sehr. War heute schon beim Teddy und habe Stoff gekauft. Aber wahrscheinlich taugt der nichts. Ich kann es euch gleich mal zeigen, wenn wir jetzt schon beim Sticken sind. Und zwar habe ich Stoff gefunden, das aussieht wie Leine. Ist wahrscheinlich auch Leine halt, aber von der Qualität her doch, ja, sagen wir mal, ein bisschen mindere Qualität hat. Ich zeige es euch gleich mal. Wenn ich hier ich bin gleich hier fertig mit dem Faden, dann muss ich den neu anstecken. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht rausziehe. Ach Gott, bin gar nicht in der Kamera, entschuldigt. Falls es zu lang war, dann werde ich es vielleicht rausschneiden und das überspringen, weil sonst seht ihr es ja gar nicht. So. Nee, ich habe es gerade überlegt, ob ich die zwei Kreuze noch packe, ich aber nicht. Da kommen ja noch ein paar. Das heißt, wir können da gleich noch mit ansticken. Jetzt fahre ich einfach hier durch 5, 6 Stück hier durch. So, den mache ich mir hier hin, weil ich jetzt gerade keinen Folienmagneten habe. Und muss jetzt meine scharfe Schere. Schere, wo bist du? Ja, nehmen wir mal die hier. Ich habe ja einige Scheren, aber ich weiß, ich habe gerade noch eine schärfere da gehabt. Die taugt es auch erstmal, ne? War auch scharf. Genau, jetzt zeige ich euch mal den Stoff. Und zwar war ich beim Teddy heute und da gab es diesen Stoff hier. Oh. Ja klar, hinten. Und zwar muss mal gucken, ob ich das ran. Ja, seht ihr die Struktur? Wahrscheinlich, weil hier halt mal dünnere und mal dickere Querfäden sind. Aber ich will es mal ausprobieren. Ich habe mal gezählt, auf 1 Inch sind es ungefähr 28 Kästchen. Also das heißt, dürfte so entsprechend 28er Count. Und dann würde ich 2 über 2 sticken. Ich habe gedacht, für so Sampler, weil das sind 1,8 Meter. 1,8 Meter und 28 Zentimeter breit. Und da habe ich gedacht, das ist ja voll günstig. Also, es hat 3 Euro gekostet. Und da habe ich gedacht, das ist doch super Schnapper. Also, ich werde es auf jeden Fall mal testen. Ich kann euch dann ja berichten.
werde da mal so ein kleines Figürchen mal drauf sticken und mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe tatsächlich, ich kenne mich mit Leinen nicht aus und deswegen wusste ich, war ich mir so unsicher, ob das was taugt oder nicht. Ich habe es mit mal in der Gruppe von der Mine mal gepostet, aber da hat auch schon eine geschrieben, wahrscheinlich ist zu unregelmäßig der Stoff. Aber ich probiere es mal aus und berichte euch dann, ob es funktioniert oder nicht. Weil das wäre ja cool für so kleine Sampler. Wäre das doch optimal. Mit so Vollausgang könnte ich mir auf dem Stoff und der Farbe her halt richtig gut vorstellen. Ja, gut. Jetzt haben wir ja hier schon ein paar grüne gemacht. Wir könnten jetzt auch eine andere Farbe sticken, wenn wir wollen. Oder sticken wir noch, oh komm, wir sticken noch ein bisschen von dem Grün. Wenn man hier schon, kann man noch so ein bisschen auch übersticken, ne? So. Ich mache das jetzt gerade mal nicht unter der Kamera, weil das zu nah ist. Weil dann kann ich den Faden nicht so gut. Ich mache das immer so, dass ich den schön lang heb. Und es geht jetzt nicht, weil ich euch so nah dran habe am Bild. Ich teile mir den jetzt wieder ein in drei gleich große Partien, also Stränge. Und dann gucke ich da, wo ich, das wird dann das Ende, weil das gleich lang ist. Und hier oben ist es aber auch gleich lang. Das heißt, ich habe ziemlich gut zusammengelegt. So. Jupp. Und so brauche ich halt nur einmal vernähen. Muss zwar öfters ansticken, aber wie gesagt, wenn man hier, ich habe ja hier sehr viel Farbwechsel, wie ihr sehen könnt. Ja, hier, das sind alles unterschiedliche Farben. Und da braucht man gar nicht so lange Stränge. Wichtig ist, dass ihr halt erstmal nur ganz leicht, also stickt, weil sonst zieht ihr euch den Faden, der nicht in der Schlaufe ist, der nebendran liegt, raus. Oh, jetzt habe ich mir die Nadel rausgezogen. Und dann geht's nicht, dann habt ihr zwei Fäden. Und das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass alle drei Fäden dabei bleiben. So, sehr schön. Gut, prima. Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit gedacht, ach, ich weiß nicht, Samplers sticken, das interessiert mich jetzt nicht so bedingt. Aber zeitig, der lieben Sani, an dieser Stelle liebe Grüße, zugeschaut habe, wie sie ihren tollen Sampler stickt mit den Dinos. Dann hat es mich irgendwie auch gepackt. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, ob ich auch einen Sampler. Sie hat gesagt, sie will noch einen Stick mit Alice. Auf den warte ich jetzt mal noch. Ich habe ja so viele Stickprojekte. Also von daher. Ja, wie gesagt, ich habe noch nie einen Sampler gestickt. Würde mich auch sehr interessieren, wie das ist. Vor allem mal auf Fein, so wie sie auch macht, auf so feinem Stoff und dann 2/2, also zweifädig über zwei Kreuze drüber. Ja. So wie ich von der Stickliesel gelernt habe, ist es dann quasi, wenn man 28 Count hat und 2 über 2 stickt, ist es dann 14 Count. So die Hälfte quasi. Ja. Das interessiert mich echt. Und heute ist auch meine Lupe gekommen. Ich habe mir eine Lupenlampe bestellt. Ich habe mir zwar nicht die vom Lidl bestellt. Also beim Lidl ist die Lupenlampe. Da gibt es eine Lupenlampe für 30 Euro. Und die soll anscheinend auch gar nicht so schlecht sein, habe ich jetzt gehört.
Also zumindest sticken da ein paar Ostermine ihre Gruppe damit und befinden die für gut. Also wenn ihr Interesse habt, da gibt es eine Lupenlampe für 30 Euro und kann man online bestellen beim Lidl. Könnt ihr ja mal schauen. Und ich habe mir jetzt aber eine bestellt bei Amazon, weil mein Mann gemeint hat, ich brauche ein bisschen was Besseres. Er hat dem Ganzen nicht so getraut. Und ja, dann durfte ich ein bisschen mehr ausgeben und habe jetzt eine, die ist fünffach verstellbar und ich habe sie schon zusammengebaut heute. Also die ist ja erst heute gekommen. Getestet habe ich sie nicht. Ich will sie heute Abend auf jeden Fall mal testen. Mein Mann, der macht Lego-Technics und der braucht auch selber immer eine Lampe. Weil ich habe die ganze Zeit seine Bürolampe genommen, weil die auch so schön hell ist. Aber die brauche ich jetzt selber. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt dann, wenn ich mir schon eine Lampe hole, dann hole ich mir gleich eine Lupenlampe. Und die liebe Sabrina vom Kanal Sabrina Music and More, die schwört ja auch auf ihre Lampe, gell? Und ich habe schon mal den Stoff zumindest schon mal drunter gehalten. Und habe gedacht, boah, Wahnsinn, wie groß es ist. Also das ist quasi 25 Count ist jetzt dann hier so groß wie das unter der Lampe. Das ist gut, Wahnsinn, gell? Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie es halt einfach sticken lässt. Ich glaube, die Augen müssen sich auch erstmal dran gewöhnen. Könnte ich mir vorstellen. Ich kann euch da dann mal berichten. Ich kann es euch dann auch mal zeigen, wenn ich sie dann mal benutze. Wenn wir zum Beispiel bei meinem Heaven and Earth Design sticken, da stecke ich ja auch auf 25er Count. Da macht es sich bestimmt gut. Oder bei meinem Otter von Gecko Rouge. Obwohl der ist 18 Count, also das erkenne ich eigentlich auch so ganz gut noch. Aber ich glaube, alles, was so das Auge einfacher empfinden lässt, denke ich dann auch besser. Wir werden sehen, ob ich es benutze beim Otter oder nicht. Bei mir ist halt nur so, wenn ich zum Beispiel abends stick, da brauche ich einfach ein gutes Licht von oben. Und dann benutze ich die, denke ich, auch. Und die hat auch warmes und kaltes Licht. Auch sehr gut ist, sehr angenehm. Ja, wie ihr seht, sticke ich jetzt Kreuz für Kreuz. Das liegt daran, weil ich mich ja hier so ein bisschen vorwärts bewege und dann bietet sich das an, Kreuzchen für Kreuzchen zu sticken. Und das Garn ist wirklich sehr schön weich, also total weich, richtig kuschelig. Also es fühlt sich halt echt ganz arg angenehm an. Es bremst auch nicht im Stoff oder so. Läuft sehr schön durch. Und die Nadeln sind auch sehr, sehr stabil, muss ich sagen. Ich meine, klar, das sind jetzt halt Nadeln für 14er Count. Die sind natürlich ein bisschen dicker und stabiler als jetzt für 25er Count. Ich denke mal, das sind 24er Nadeln, könnte ich mir vorstellen. Oder 22er Nadeln vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Steht ja bei den chinesischen Set nicht mit dabei. Ja. Wie ist es denn bei euch? Stickt ihr gerne Sampler oder sagt ihr, ah nee, ich bin eher jemand, der gerne Full Coverage, also Vollbilder stickt? Oder ja, könnt ihr mir ja mal sagen, das würde mich mal interessieren. Also, das ist ja auch hier jetzt Vollbild. Da klingelt es gerade bei mir. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Bisschen außer Atem. Ich habe gerade ein schweres Paket hochgetragen. Wir wohnen ja im ersten, also was heißt, eigentlich wohnen wir im Dachgeschoss, aber das ist das erste Obergeschoss. Wir sind eins und nur zwei Parteien im Haus. Und ja, jetzt kam gerade ein bisschen was Ware für den Shop. Es war ein bisschen größeres Paket. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen außer Atem.
rein da. Ich bin froh, dass es immerhin geklingelt hat, weil manchmal stellen sie es dann am Ablageort ab, obwohl man da ist. Und das ist dann immer blöd, weil dann musst du nochmal runterrennen, das da rausholen, statt dass es direkt an die Treppe legen. Ich glaube, jetzt wandere ich erstmal hier runter, mache die drei hier. Und ihr seht auch manchmal, dass hier so Zahlen sind. Das ist, wenn eine größere Fläche ist, dass man das gleich erkennt. Ah, das ist die Nummer 32. Dann brauche ich gar nicht auf meine Liste gucken und weiß, okay, das ist die 32. Das finde ich eigentlich auch gar nicht schlecht. Und ja. Doch, also. Ach, es hat, ach, Sticken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal stick, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine Mutter war sehr, also die hat sehr gerne Handarbeiten gemacht. Die hat auch sehr gerne Kreuzstich gemacht. Die hat viel auch so Kissen bestickt und Tischdecken bestickt. Das hat sie total gerne gemacht. Und dann damals habe ich gedacht, oh Gott, ist das altmodisch. Wer stickt denn heutzutage noch? Hab nur gedacht. Und jetzt macht es mir so viel Spaß, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass mich mal das Stickfieber packt. Ich habe es mal zwischendrin ja mal ausprobiert. Und dann hat es nicht geklappt, aber da hatte ich mich übernommen. Ich habe gleich, mein erstes Kit war 25er Count, Vollgrid, Vollstitch. Jetzt wurde ich wieder unterbrochen, jetzt hat jemand angerufen. Also, jetzt weiß ich echt nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Ja, also ich glaube, ich war bei meiner Mutter stehen geblieben. Und dass ich mich am Anfang, genau, ich hatte ich glaube, es war 2019, hatte ich mich mal daran probiert. Da hatte ich ganz viel leer Rehwagen geschaut und war total angesteckt und habe mir dann ein Bild selber gepixelt und habe dann 25er Count bestellt, weil die halt immer auf 25er Count gestickt hat und ja, und war dann total überfordert und habe mich verstickt und dann habe ich es nicht aufbekommen und dann habe ich geflucht und ja. Ja, nein, also nicht nochmal. Und ja, dann habe ich es eine Weile ruhen lassen. Und dann bin ich doch wieder angesteckt worden, ne? Ich glaube, ich von jetzt. Und ich glaube, ich habe jetzt Lust auf einen Farbwechsel. Und muss mal gucken, hier steht mir noch mein Kaffee nebendran. Ja, Sabrina, ich habe einen Kaffee. Aber auch nur, ja, man darf sich da nicht, ich glaube, der Kaffee bildet viel, dass man viel schlucken muss, viel Schleim, gell? Wo ist es, meine Schere da? Und die liebe Sabrina vom Kanal Musical More hat ein Video gemacht über Sprechen. Und dann hat sie gesagt, ja, Kaffee wäre gar nicht gut für die Stimme. Da man das viel Schleim bildet und man viel schlucken muss oder sich vielleicht räuspern muss. Aber ohne meinen Kaffee geht es nicht. Ich habe mir aber auch was anderes noch zum Trinken nebendran gestellt, also von daher nehme ich jetzt noch einen anderen Schluck hinterher. So. Da meine Nadel nicht verlieren. Gut, dann stickt man mal hier unten weiter. Jetzt zum Beispiel, ah ja doch, man sieht es.
Jetzt habe ich geguckt, sind es auch alles so Kreise oder sind es andere? Aber das sind Zweier. Jetzt könnten wir mal die paar Zweierle sticken. Seht ihr, da brauche ich zum Beispiel nur ein paar von diesen Zweiern. Dann werde ich den Faden vernähen und den Rest dann später nochmal benutzen. Und die 2 haben wir jetzt hier. Die 2 ist die 2. Oder haben wir nochmal 2? Ich glaube, wir haben nur grüne Zweier, glaube ich, und rote Zweier. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier sind diese Kreise. Ne, hier haben wir schwarze. Das sind schwarze. Seht ihr, jetzt habe ich zum Beispiel hier. Ah, hoppla. Aber ich meine, das sind schwarze, keine violetten. Aber wir können noch mal Kontrolle machen. Das ist nicht die 2, sondern das ist die schwarzen Zweier hier, die 31. Wir gucken jetzt aber noch mal in die Anleitung. Und jetzt sehe ich hier unten, das hat dieses Symbol hier. Seht ihr das Violette hier? Dieses Oval. Jetzt gehe ich noch mal in meine Legende rein. Wo ist meine Legende? Oh, vielleicht sollte ich mir das auch auseinanderschneiden hier. Das habe ich bei meinen Alben auch gemacht, weil man das immer auseinanderfalten muss. Ich könnte mir ja tatsächlich, ja, das vielleicht auseinanderschneiden, das ist vielleicht praktischer. Jetzt schaue ich mal ganz kurz. Was haben wir gesagt? Die 31, ja, das ist die 31, ist auch dieses Symbol. Also, das ist die schwarze 2. Dann nehmen wir mal Faden. Dann müssen wir uns die andere Karte. Nee, doch nicht. So, die 31 ist hier ein ganz, ganz dunkles Blau. Na, komm schon. Dann lege ich mir das wieder zur Hälfte. Ihr seht das jetzt nicht, weil ich dann den Faden hier hinten dran mache. So, hier habe ich es wieder gleich. Hier ist auch fast gleich. Das heißt, ich werde hier, wo ich es nicht ganz gleich habe, meine Nadel durchziehen. Und dann können wir hier die paar Zweierlestücke. Dann wieder hier durch die Schlaufe durch. Nicht zu stark ziehen, damit der Faden nicht verrutscht. Jetzt guckt hier der Endfaden ein bisschen raus. Den tun wir einfach da durchs Loch zurückschieben. Na? Verschwinde nach hinten. So. Und hier mache ich auch volle Kreuze, weil man, ich muss ja nur die paar hier hochstecken. Und dann mache ich einfach kurz volle Kreuze. Seht ihr, weil ich das jetzt ja hier aufgerollt habe, sehe ich ja nun Teil der Legende, weil ja hier Schluss ist. Und dann habe ich erst lange überlegt, wie ich es mache. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt probier es einfach mal aus. Habe den Stoff auf dreimal kopiert, also in drei Abschnitten. Und hat wunderbar funktioniert. Also probiert es aus, legt einfach den Stoff mit der Legende drauf. Und
dann habt ihr das, wenn ihr, also wenn ihr auch das so zusammenrollt und ihr auf die Legende nicht mehr drauf schauen könnt. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob der 2, ich glaube, auf der anderen Seite hat es auch noch mal Legende, eine Legende. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, jetzt haben wir die 2 Lack gestickt. Jetzt nähe ich den Faden und den Rest kann man ja gut noch mal benutzen. Und wenn ich den Rest benutze, dann sticke ich mit dem Ende an. Weil hier habe ich ja, schneide ich mir das einfach noch mal zurecht, dass ich das dann quasi auf gleicher Länge habe hier so. Ja, ist keine Stoffschere, ist eine Papierschere. Die Stoffscheren sind irgendwie überall verteilt. Genau, und dann kann ich die Seite nehmen nachher zum Ansticken. Wenn ich den natürlich dann nochmal abschneiden würde, dann müsste ich den Anstich machen für einen einzelnen Faden. So, jetzt vernehmen wir das einmal geschwind. Unten drunter einmal ein bisschen durchstechen. Kann man das abschneiden und das kommt dann wieder zurück in meine Garnkarte zu der 31. Knüpfe ich das einfach mir hier wieder mit rein und das nehme ich dann als nächstes, wenn ich wieder die Farbe brauche. Den Nadelminder. Ich lege die Nadel immer irgendwo hin und dann verliert man sie nämlich ganz schnell. Dann findet man sie nicht, weil sie irgendwo drunter rutscht und dann ja, hast du den Salat. So. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das könnte man vielleicht hier diese Dreiecken machen. Die schwarzen Dreiecken. Das ist das hier, die 33. Die 33. Ja, das ist eindeutig. Oder auch nicht. Doch. Aber das ist ein Pink. Jetzt muss ich doch noch mal gucken in die Anleitung. Das ist so ein Pink. Also so ein Bärenton. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, es ist so ein Bärenton. Seht ihr hier? Das ist so ein Bärenton. Es geht mir hier, alles mir hier komplett hier hoch. Und hier an dem Haar entlang, wo wir vorhin auch gestickt haben. Jetzt gucke ich mal nochmal. Jetzt muss ich mal mich orientieren. Ja, jetzt gucke ich mir noch mal auf die Legende. Also was habe ich gesagt? Die 34, die 33, gucke ich mal. Die 33, ja, das ist das Symbol. 33. Also ja, ihr denkt bestimmt, ja, warum kontrolliert sie denn so immer? So oft ist es doch eindeutig, aber lieber einmal mehr kontrollieren. Und seht ihr, was das für ein Ton ist? So ein Bärenton. Den hätte ich da jetzt gar nicht vermutet. Zwischendrin. Aber doch, anscheinend schon. Jetzt habe ich 2 Fäden, ja. Ich habe gerade gedacht, kommt mir so dick vor. Ich lege mir den gerade noch mal kurz zurecht. Na, willst du wohl?
So. Schön gleich lang. Unten auch fast gleich lang. So, dann können wir hier stecken. Hier nebendran ist auch so ein pinker Ton. Jetzt muss ich doch noch mal kurz in die Anleitung gucken. Ah ne, das war so ein hellerer Ton. Das ist nicht der gleiche. Das war so ein das Sternchen. Das Sternchen hat was für eine Nummer? Ich muss mir das echt auseinanderschneiden. Das Sternchen. Das war die 21. Schau ich mir mal die. Ah ja, die 21 ist sehr, seht ihr, fast gleich. Jetzt habe ich mich gerade gedacht, hä, habe ich hier schon mal den gestickt? Aber das ist doch, kann doch nicht sein. Aber passt, passt alles. Sieht so gleich aus, die Farbe. Deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert. Erste Kreuz ist gesetzt, dann ist es immer am leichtesten, wenn das erste Kreuz schon mal gesetzt ist. Danach lässt sich es wunderbar weiter sticken. Ich habe auch gedacht, dass ich im Anfang April mal einen Rückblick mache von meinen Stickprojekten, wie weit ich mit allen, was ich so gestickt habe, vorangekommen bin. Kann ich euch ja dann mal zeigen. Ich denke, das interessiert euch ja auch immer, die Fortschritte. Das gucke ich natürlich auch immer total gerne an. So. Es macht richtig Spaß hier, dieses Set. Und auf Vordruck zu arbeiten ist halt dann auch doch entspannt, weil man halt nicht zählen muss. Man stickt einfach der Farbe entlang und kann so schön vor sich her sticken, sozusagen. Und ich finde es auch interessant, wenn man so einen Vordruck hat, wie sich dann quasi dieses komisch aussehende Muster dann zu einem schönen Bild entwickelt. Ne? Irgendwie ziehe ich gerade so stark, weil ich mir ständig den Faden auch rausziehe. Ne? Die Nadeln sind echt gut, muss ich sagen. Bin echt überrascht. Es ist schön glatt. Ziehen sie sich durch den Stoff durch. Also überhaupt bremst überhaupt nichts. Also man kommt richtig schön durch. Durch den Stoff. Und ja, macht Spaß. Macht wirklich Spaß.
stecken damit. Das sind aber die Sets auch tatsächlich unterschiedlich. Ich habe auch mal schon Nadeln gehabt, da ist mir sofort das Öhr abgebrochen. Habe auch schon ein paar geschrottet. Da kann ich nicht mehr ein Fädler durch, da bricht hier sofort das Öhr. So, dass das Öhr ausbricht. So, dann können wir eigentlich hier rüber wandern. Ach, es ist so schön, frei zu haben. Letzte Woche war so anstrengend, die Woche ist wieder gechillter. Ich habe ein bisschen mehr Zeit für meinen Shop. Und das ist auch toll. Bald kommen auch neue Düfte rein, für alle, die Diamond Painting machen. Ich warte nur auf die neuen Dosen. Die müssten jetzt nächste Woche eintreffen. Die haben leider ein bisschen längere Lieferzeit gehabt jetzt. Und müssten aber nächste Woche kommen. Und ich habe auch neue Folienmagnete bestellt. Aber die brauchen noch ein bisschen. Die habe ich erst vor ein paar Tagen bestellt. Also von daher, dauert noch. So. Oh, schöne Farbe ist das. Ein richtiges Beerenrot. Und mach so rum. Ist gerade überlegt, wo ich lang laufe mit meinem Faden. Ich kann euch gern mal, ich habe euch ja vorhin ganz am Anfang vom Video erzählt, dass ich gern The Boogie Stitcher angucke. Ich kann euch gerne mal den Kanal verlinken, die stick ganz viel auf Vordruck. Ich weiß gar nicht, woher sie genau kommt, aber auf jeden Fall englischsprachiger Kanal. Aber doch, sie macht ja. Sie hat auch ein paar lebhafte Kinder, die dann immer zwischendrin auch mal im Video reinquaken. Was mich jetzt persönlich nicht stört, aber die sind auch mit Teil des Kanals, muss man so sagen. Die sind, glaube ich, noch relativ klein, so wie sich das anhört. Ich glaube, 2 oder so, 2, 3. Und natürlich, wenn sie dann Videos aufnehmen und die spielen nebendran, dann. Aber es ist immer so sehr nett, wie sie mit ihren Kindern spricht, also ganz liebevoll und so. Nicht. Da wird nicht rumgeschrien. Ja. Und die lädt auch relativ oft Videos hoch. Also da gibt es immer wieder was zu schauen. Oh, jetzt ist schon wieder der Faden raus. Klar, ich muss das abschneiden. Das irritiert mich hier, das unterschiedliche lange hier. Denke ich immer noch, es ist noch mehr Faden da an der Nadel. So. Jetzt aber. Ich würde auch sagen, dass wir nach dem Faden hier dann auch Schluss machen, weil es ist doch, glaube ich, jetzt auch relativ lang. Ich habe zwar ein paar Unterbrechungen gehabt. Ich weiß jetzt leider nicht ganz genau, wie lang es ist. Aber ich glaube, wir haben schon ein Weilchen gestickt, damit ihr ein bisschen Unterhaltung habt neben eurem Sticken. Ich glaube, vielen geht es so, dass sie auch
nebenbei mitsticken und einfach sich nur das Video anhören, sozusagen gar nicht anschauen oder nur ab und zu mal drauf schauen. So mache ich es mich auch. Am liebsten sticke ich nebenbei, außer es ist jetzt wirklich was, wo ich auch wissen will, wie das alles funktioniert. Zum Beispiel die liebe Silly Maus. Die hat vor kurzem ein Hardanger-Video gemacht. Da ich ja mit Hardanger so gar nicht irgendwie was anfangen kann. Also es ist für mich total neu. Ich habe das zwar schon gesehen, aber nicht bewusst wahrgenommen. Es war schon interessant, wie sowas gestickt wird. Ich glaube, für mich ist es tatsächlich nichts. Also nichts, was mich so an, sag mal, wo ich sage, ich bin da jetzt, wäre da jetzt Feuer und Flamme für. Aber an sich ist es, denke ich, echt eine Kunst, sowas zu machen. Und ihr hat das richtig super gezeigt in so einem Tutorial. Muss ich sagen, echt sehr gut. Ich kann euch ihren Kanal gerne mal unten auch verlinken, wer sie noch nicht kennt. Silly Maus heißt der Kanal. So, dann nehmen wir mal den Faden. Oder wer sich für Hardanger interessiert. Und da hat sie extra ein Video gemacht für die liebe Sabrina. Das fand ich voll nett. Weil die Sabrina sich ja einen Hardanger versucht. Und dieses Mal stecke ich die Nadel dann hier unten rein. So, wir haben jetzt quasi hier das Grüne gestickt. Hier ein bisschen Blau und hier noch ein bisschen Rosa rein. Also dieses diesen Bärenton. Ich bin mal echt gespannt, wie es dann, wenn noch ein bisschen mehr wächst, wie es dann richtig rauskommt. Bis jetzt erkennt man so noch nichts, gell? Ein bisschen den blauen Fisch, klar, das ist so ein blatter Fisch, aber der sieht auch sehr verpixelt aus so. Ich glaube, das wirkt erst, wenn man es halt von weiter weg sieht, ne? Ich kann euch ja mal hochnehmen. Mal aufpassen, mein Kaffee steht hier. Dass der nicht umfällt. Ja. Eigentlich gehört es ja so rum. Hier unten ist dann quasi der Fisch, der erste. Hier sind so ein paar Korallen. Ja, doch, hier so ein bisschen rote Korallen. Ne? Ja, das wird schon. Das wird schon. Und von hinten sieht es, ja, auch geht noch. Ne? Ich habe schon schlimmere Sachen gesehen. Mal sehen, wie sie es noch entwickelt. Aber jetzt stecke ich ja hier weiter. Das habe ich ja schon alles gestickt. Ich glaube, das hält sich noch in Grenzen. Also ich habe schon bei manchen gesehen, zum Beispiel auch die vom The Boogie Stitcher, die hat wahnsinnig lange Spannfäden. Da ist alles kreuz und quer und oh, unglaublich. Aber ja, jeder hat so seine Methode, ne, zu sticken. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Lasst mir gerne ein Feedback da oder einen Daumen nach oben. Da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und ein schönes Wochenende.